Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Trites Evolution. Mir ist ein bisschen was passiert. Ich habe, nachdem ich den ersten Teil aufgenommen habe, hatte ich etwas Problem mit Dick Story. Da hat irgendwie das Bild weggeflackert. Ich hoffe, das tritt jetzt nicht mehr auf. Das heißt, das Videomaterial, was ich aufgenommen hatte für den zweiten Teil, das waren so ungefähr 8 Minuten, konnte ich leider nicht verwenden. Deswegen habe ich hier schon 7% von der Technik-Arena abgeschlossen. Und auch ein paar Medaillen mehr. Ich glaube, ich hatte 13, jetzt habe ich 16. Fakt ist, ich brauche für die nächste Lizenz brauche ich 21 Medaillen. Ich habe 16. Will heißen, wir machen uns auf der Jagd nach weiteren Medaillen. Und ich komme dann sowieso nochmal dazu, das zu spielen, was ich praktisch ohne euch gespielt habe. Ich würde gerne probieren, hier in den Anfängerleveln vielleicht noch Gold zu holen. Wenn wir es bei den mittleren geschafft haben, ist es vielleicht auch bei der letzten möglich. Deswegen probieren wir doch hier gerade nochmal die Gratwanderung. Motorräder haben wir immer noch keine neuen. Und da geht's los. Und persönlicher Rekord. Gold gönnt er uns nicht. Was muss ich machen, um Gold zu kriegen? Ich weiß es nicht. Ich sage wiederholen. Übrigens, ihr seht hier im Bild, dass ich mit dem Pseudonym TheMind0815 spiele. Das war vor meiner Let's Play-Zeit, meinem Pseudonym. Aktuell spiele ich ja immer mit Minjas. Auf meinem Let's Play-Kanal auch verlinkt unten rechts mein Übungstest privater Irgendwas-Kanal. Und bei manchen Spielen heiße ich halt noch TheMind oder TheMind0815, je nachdem, ob das frei ist. Bekommen, oder? Das wäre doch ein Witz. Bitte. Keine neue Zeit. Starten wir direkt neu. Und bis jetzt mal ein Vollgas. Ob ich hier besser durchkomme. Ah, das macht auf jeden Fall schon mal eine Sekunde aus. Und? Neuer persönlicher Rekord? Ja, die Goldmedaille. Medaille. 17. So. Da haben wir schon überall Gold, da bringt es das nichts. Da können wir jetzt die Zeit verwenden. Was ist das Erste? Ist das mein Platz in der Weltrangliste oder in der Bestenliste? Wer weiß es schon. Also hier bin ich irgendwie ein 10.000er und hier bin ich bei 4.000. Oder was ist das? Was soll's? So, wir probieren es nochmal. Vielleicht schaffen wir auch hier eine Medaille mehr. Können wir direkt neu starten. Okay, also da Gas ein bisschen haushalten an der Stelle. Junge, zieh!
das hätte fast den Lenker ins Auge. Da wäre fast der Lenker ins Auge, wollte ich schon sagen. Komm, bitte, 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 bitte. Und neuer persönlicher Rekord: 33 Gold. Jawoll. Erfolg Klunker freigeschaltet. Oh, da haben wir schon immerhin 18 Medaillen. Das fängt doch schon ganz gut an. So. Also haben wir hier 100% und uns fehlen 3 Medaillen. Kann ich hier denn schon was spielen? Gesperrt. Diese Wettkampf freizuschalten, riskanter Sandabfahrer. Erhebendes Gefühl abschließen. Was ist denn erhebendes Gefühl? Ist das hier? Nee, irgendwelche anderen Lizenzen. Moment mal. Kann das sein? Hier gab es doch... Moment, Einzelspieler. Rennen starten. Genau, hier gab es doch das HD-Lagerhaus. Ist hier vielleicht ein erhebendes Gefühl dabei? Die Medaillen scheint ja für alle zu zählen. Alle Welt, große Fahrt. Eigentlich nicht. Kann ich hier auch Medaillen gewinnen? Zweiter Vorname Gefahr, das hört sich gut an. Versuchen wir uns hier mal. Oh, ich hier auch zusammen hinter einem. Ziel. Goldmedaille direkt. Sehr schön. Ui. Hier brennt's. And it burns, burns, burns. A ring of fire. Verdammt, ich will nicht in YouTube. Jawohl. Direkt. Ja, sehr schön. Das ist ja super. Kann man auch hier seine Medaillen gewinnen. Dann mach doch hier einfach den Anfängerkurs weiter und dann spielen wir das so ein bisschen im Mischmasch. Los geht's. Und Gas, und Gas, und... nur geradeaus. Sprach er noch. Feuer! Na, das war eine Einfahrstrecke. Das ist ja so eine Vollgasstrecke gewesen. Da musste ich wirklich nicht viel machen. Und dann geht's weiter mit der nächsten Strecke. Los geht das. Los geht's mit... Was war das? Hab ich nicht aufgepasst. Aber wir werden es schon gemeistert kriegen. Gas. Und fliegen. Da bricht alles hinter einem zusammen. Feuer! Wieder die Goldmedaille. Na, die Strecken sind aber wesentlich einfacher als die anderen. Oder die Übung macht's. Da kann man immer auf YouTube freigeben. Naja. Ich glaube, das mache ich dann lieber auf die bewährte Art. So, nächste Strecke. Gas, 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 Gas. Ich frage mich gerade, was da für Tipps oben im Hintergrund zu sehen waren mit dem Joypad. Dass man optimal bremsen muss, oder wie? Das geht auch so. Wer bremst, verliert. Pam. Nur Silber. Egal. Soll erstmal lang.
Optimierungen können später kommen. Einfacher Hubbel. Und ich wollte gerade sagen, wenn das mal nicht explodiert, Gold, sehr schön. Weiter geht das. Ein Murmeltier beginnt's. Mhm, ein bisschen denglisch. Was geht das? Das war ja super. Ich starte neu. Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo man auch ein bisschen abbremsen muss? Könnte ich mir fast vorstellen. Nein, nein, nein. Holt er sich einen ab. Nicht. Oh, ich sag doch kippen. Jetzt starte ich nicht von vorne. Und ich wollte noch sagen, nicht kippen. Im Ziel, neuer persönlicher Rekord. Silber. Soll uns reichen, soll uns reichen. Da klatschen sie. Ja, haben wir auf jeden Fall 34 Medaillen. Der Anfängermodus mit dem Dreirad ist erledigt. Wir gehen zurück zu Cash Country. Wir könnten nämlich dann die C-Lizenz machen. Aber das werden wir in einem weiteren Teil machen. Und jetzt nicht in diesem Part. So, jetzt habe ich gar nicht die Technik-Arena gezeigt, aber das machen wir dann im nächsten Teil. Versprochen, damit fange ich an. Und sage tschüss, bis zum nächsten Teil von Trials Evolution. Tschüss.